Ein NATO-Manöver mehr, eins weniger, was macht das schon aus? So wurden erst kürzlich 10 A-10 Kampfbomber und 300 Soldaten zur Airbase Spangdahlem verlegt. Diese liegt ca. 100 Kilometer von der Steuerzentrale Ramstein entfernt. US-General Daryl Robertson, noch Kommandant der 3. Luftwaffe, sagt, dass die zeitweilige Stationierung der A-10-Staffel in Spangdahlem ermöglicht es uns, auf Herausforderungen in ganz Europa und bei Bedarf auch in Afrika angemessen reagieren zu können. Die Jets werden von Spangdahlem aus in NATO-Länder entlang der russischen Grenze operieren, vor allem in Litauen, Estland, Rumänien und Bulgarien. Sie werden mit anderen Streitkräften zusammen trainieren und kooperieren, damit sie, wenn etwas passiert, zum gemeinsamen Kämpfen bereit sind. Neben mir sitzt nun Elsa Rasbach. Sie sind aktiv in der US-amerikanischen Friedensorganisation Code Pink und der Friedenskoordination in Berlin. Und Sie sind Mitbegründerin der Drohnenkampagne. Sie haben jetzt auch die Beiträge zu Rammstein, zu erhöhten NATO-Manövern gesehen. Glauben Sie, dass diese Mobilisierung, diese A-10-Kampfbomber, die jetzt dort stationiert sind, da wirklich dazu da sind, weil die Kriegsgefahr unmittelbar vor der Tür steht? Nein, ich glaube, dass die USA und einigen NATO-Partnern, die da dabei sind, machen militärische Übungen an der Grenze Russlands. Es sind in, glaube ich, in Polen und die drei baltischen Staaten, in jetzt Rumänien und Bulgarien, um einfach zu zeigen, dass sie Macht haben. Und auch einen konventionellen Krieg, weil diese Art von Flugzeug ist hauptsächlich, um Panzer auszuschalten und Panzer kaputt zu machen. Das heißt, es geht keine unmittelbare Kriegsgefahr aus, sondern es handelt sich hierbei, man nennt das so schön, dieses Säbelrasseln. Genau, ja, genau ist das. Und das so ist sehe ich das. Und das ist einfach so, um zu zeigen, wer mehr Macht hat. Ich will mich jetzt nicht anders ausdrücken hier, aber wer einfach mehr Macht hat. Ja, aber ich möchte Leute nicht beruhigen. Es ist sehr bedenklich, dass von deutschem Boden aus die USA Militärbasen hat, wo sie sich befügt fühlen, im Alleingang alles zu machen. Auch geheim Sachen zu machen, auch Sachen, die international in Europa als illegal gesehen werden. Zum Beispiel die Drohnenkriege, also Anschläge aus Ramstein. Das bedeutet, es gibt eine unberechenbare Gefahr für Deutschland, dass die USA sowas machen kann auf deutschem Territorium. Das heißt, Deutschland hat in diesem Fall kein Wissen darüber? Ja, oder keine Kontrolle vielmehr? Ja, eigentlich hat Deutschland Kontrolle. Eigentlich könnte Deutschland die Stationierungsverträge kündigen oder verlangen eine Änderung in den Stationierungsverträgen, damit sie Informationen, damit illegale Sachen dort nicht gemacht werden und so weiter. Man kann mit einer 2-Jahres-Zeit diese Verträge für die Basen kündigen oder wie gesagt durch Drohung der Kündigung was ändern. Und zwar sogar ohne aus NATO auszutreten. Und warum sollte das Deutschland machen? Die erste Frage. Ja, die erste Frage ist, weil die USA Formen von Kriegsführung macht, vom deutschen Boden aus, die Deutschland und Europa für illegal halten. Als Beispiel, sogar wie gesagt, ein Hauptbeispiel sind die außergerichtlichen Tötungen. Ich nenne das nicht so sehr Krieg, es ist eher eine Art Menschenjagd. In verschiedenen bewaffneten Menschenjagd in verschiedenen Ländern der Welt, Jemen, in Afrika und so weiter, wo noch kein Krieg erklärt worden ist. Und die USA benutzt Ramstein in einer wesentlichen Rolle für die Verbindung, technische und Satellitenverbindung von den US-Piloten in den USA, die Befehle geben auf Hinweis von CIA und Präsident der USA. Und die Kampfdrohnen sind stationiert, dann mehr in der Nähe von den Kampfgebieten, zum Beispiel an der Küste Afrikas, zum Beispiel in Afghanistan. Aber warum glauben Sie, wenn es denn so einfach wäre, diese Verträge zu kündigen, warum macht das Deutschland nicht? Das hat doch sicherlich außenpolitische Implikationen. Also das ist eine gute Frage und damit schlage ich mich rum seit 10 Jahren als Teil der deutschen Friedensbewegung. Ich weiß, dass in USA
würden sehr viele Leute begrüßen, wenn Deutschland sagen würde, das und das kann man machen auf unserem Territorium und das, was wir für illegal halten, darf man nicht machen. Weil die Gefahr auch mit Ukraine ist und so weiter. Die USA ist bekannt, dass sie, also ist bekannt, dass zum Beispiel, dass die Drohnenanschläge, dass die eigentlich Krieg in diesen Regionen erzeugen. Und mehr und mehr Leute, Menschen in den Regionen, Jemen und andere Orte, gehen zu den terroristischen Organisationen, weil sie so empört sind über, über diese Drohnenanschläge ständig. Und ich finde, das ist einfach ein sehr unberechenbarer Faktor ist, dass die USA diese Macht hat und übrigens auch Atomwaffen noch in Deutschland hat. Bücher, die werden, und das ist die Atomwaffen wohl auf einer deutschen Basis, die werden befehligt durch den US-Präsidenten. Also das heißt, jederzeit kann die USA eigentlich Deutschland in einen Krieg einziehen, den Deutschland nicht haben möchte. Wir werden auf dieses Thema auf jeden Fall nochmal gesondert eingehen. Vielen Dank, Frau Rasbach. Und im zweiten Teil, kurz nach der Pause, gehen wir nochmal.